Ei, der Captain ist zu Besuch. Zum Festmahl gibt's Auflauf mit Pommes. Es ist ein Dienstagnachmittag. Wir fahren jetzt ins Enchilada. Was erwartet uns da? Nutten und Cocktails. Au! Was los? Ja, das hast du jetzt. Was los? Oh Junge, du miese Schwein. Ist das Bier scharf, Kante? Junge, ich habe mich an dieser Kante, meine Lippen hier. Das ist nicht das Einzige, was heute scharfkantig ist. Was? Das ist nicht das Einzige, was heute Abend scharfkantig ist. Angekommen im Enchilada. Mahlzeit. 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 Hier ist wieder euer Excel. Hey Junge, der Pina Colada, der ist ganz schön stark. Koste mal bitte. Ich habe gar gekostet, Junge. Nochmal. Mich pfeift sie aus meinen Botten. Alter. Oh Junge, das Maul. Mein, der kleine Haps. Der kleine Haps. Ach so, Mulm on the Beach. Der Bürger wurde nur zur Hälfte vom Barkeeper geschafft. Jetzt übernimmt der Elias die Aufgabe. Auf keinen Fall, ich habe seine ganze Pommes weggefressen. Guck mal, den Korb rein. Nein, der ist einfach leer. Der Korb, das ist eine Fritteuse. Ich habe den die ganzen Pommes weggefressen. Ich bei den Nutten so vorne stehen. Jetzt ist der nächste Cocktail am Start. Elias? Ja? Warum trinken wir nicht so viele Cocktails? Na, weil es die heute sehr vergünstigt gibt, sogar günstiger als günstig. Ei. Junge, ist einfach nur schön, man kommt nach Hause und wir haben uns gerade schon begrüßt, es wäre unehrlich, es wäre unehrlich. Wir sind nämlich bei der Real Army. Richtig. Und ja, wir sind leider noch nicht verfettet, aber das kommt irgendwann noch. Dafür müssen wir halt. Steht auf dem Tisch. Ja, das ist einfach nur geil. Gute Mentholkippe von den Tschechen. Mit dem Knicker. Ich muss noch die Zeit. Oh, Junge! Ja, ich hab das gerade gar nicht. Ja, ich hab auch noch gefunden. Alter. Junge. Naja. Ja, dann lassen wir es jetzt erstmal schmecken. Ich esse erstmal schnell die Brühe. Ja. Hey, es ist Mittwochabend. Bergfest. Junge, voll Trigger, was ist denn los? Es ballert. Ja, hallo, Captain hier. Der Captain ist wieder zu Besuch. Moin, warte, ich muss kurz. Ja. Bleib mal kurz ruhig. Wir sind beim Schänder. Oh! Ja. Du kannst nicht kommen, hier ist voll. Knarrrrrr! Aber ich bin immer so. Ha, Junge! Ja, was ist los? Junge, der Kühlschrank wird befüllt. Siehst du, hab ich gleich. Das einzige Lebensmittel, die drin ist, Junge, ist Bier. Alles andere gehört in den Müll. Junge, du nimmst deine Finger davon. Ja, okay. Das ist alles zu, alles. Ja? Okay. Ein Kromperer. Ja, der Kühlschrank muss voll werden. Endlich mal feste Nahrung hier in dem Haus. Löhner, was machst du gerade? Mein Leben genießen. Was? Mein Leben genießen. Na, das klingt nie so, es klingt so, als hättest du einfach nur Durst nach Alkohol. Das Bier. Ja, sehr gut. Und was machst du jetzt? Nein, jetzt genießt du dein Leben. Also heute kam Fanpost, und zwar der etwas anderen Art. Es ist Knorr und es ist eine ganze Ladung. Es ist die erste Ladung für das große Knorr-Projekt. Hast du eine Ahnung, was das Knorr-Projekt beinhaltet? Ich habe ein Foto... Ja, auf jeden Fall wird das im kompletten Wahnsinn enden. Dazu brauche ich aber Unmengen an Knorr. Und damit fängt es ja an. Wie viel ist denn das überhaupt? Ja, das ist schon eine ganze Handvoll, aber das ist noch längst nicht genug. Es wird sozusagen ein Mammutprojekt und... Hey. Hey Junge, ich wollte die Scheiße gerade aufheben. Da ist mir aufgefallen, dass hier die Aufkleber dabei sind. In dem Zusammenhang werde ich natürlich Werbung für diesen guten Mann machen. Der stellt Masken her und ja, bei Instadarm heißt er... Wie heißt der bei... Instadarm? Nee. Oh. Der Bahnfahrer ist draußen.
Also, die Tür ist offen? Ja, das macht nichts. Noch können wir reingehen und... Warte mal, den Tunnel, Alter. Ja, okay, auf jeden Fall weiter trinken. Here, right here! Ja. Here! Here! Was machst du? Here, right here! Da schlug die Kugel ein, überall! Oh, Junge, ich hab keine Ahnung. Ist ja echt bewusst, dass wir jetzt auf eine Studentenhochfahrt machen? Ey, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind jetzt Öderaner so ausgestiegen. Studentenparty. Na hier, diese Blonde da vorne, die zeigt auf den Weg. Den Weg zwischen Freiheit. Studentenparty. Liebe, Heimat, Treue! Was ist denn in der Tasche drin? Schnaps! Zeig mal bitte. Nee, zeig mal bitte. Nee, zeig mal bitte. Zeig mal bitte. Nee, zeig mal bitte. Zeig mal bitte, was da drin ist. Alter. Das gibt auch viel Sieg für euch, wie das Stück Scheiße. Junge, das ist der Gastgeber. Junge. Alter, was zum Teufel? Das ist die Todesmische. Alter. Liebes Arschloch! Kannst du mich in dieser Lage filmen? Schreibe, komm mit! Ja! Junge! Alter! Ey! Danke! Danke! Was ist los? Ey, film mal kurz mal meinen Arm! Alter, dein Scheiß Ernst! Was ist denn das? Ey, warte mal! Ach, hier ist die Tomate, genau! Und, nee, warte! Die kommt hier rein! Na, film mir mal was rein, Konfuzius! Warte! Konfuzius! Ja! Henry! Ha! Ha! Es reicht! Ha! Mehr, los! Nein! Also, ich will der Kunst einmal. Kennst du den Vlog eigentlich? Vero? Ja. Vero? Ja, was denn los? Rein hier! Alles rein! Statement stop! Ja! Statement zur Party! Alter Junge, der Pegel ist wirklich mittlerweile wirklich sehr hoch! Ich hab gebechert drüben in der Küche. Ja. Ich hab gebechert in der Küche drüben. Das kannst du nicht verantworten. Ich find's geil einfach nur. Ich bin voll. Und ich find's geil. Junge, Alter. Alter. Das ist echt krank. Das ist einfach nur geil. Junge, was zum... Henry! Junge, Statement zur Homeparty. Film mir nicht ins Gesicht! Sie begehen nicht Straftat! Nee, film nee. Mir nicht ins Gesicht! Junge, die gesamte Party ist eine Wir Straftat! Wir gehen jetzt zur Polizei! Wir gehen jetzt zur Polizei, aber sofort! Nee. Elias! Was denn? Was ist das? Henry! Ja, was denn? Alter! Alter, bist du bescheuert? Ich hab dir nicht so beantworten, was war ich? Waschmaschine oder Küche? Junge, wo kommen die ganzen Red Bull-Dosen her? Ich weiß von gar nichts. Junge.